Und zack, da geht er wieder runter. Leute, ab geht es hier wieder in Russian Fishing 4. Ich bin mal wieder auf Karpfen unterwegs, denn es lübt gerade wieder ganz vernünftig hier am Bärensee, an einem guten alten Spot. Und da ist auch schon direkt wieder der nächste dran. Ja, ab geht es. Ich bin hier mal wieder auf 44,50. Zuletzt immer wieder auch Gutes hiervon gehört. Und ich habe mir ein bisschen kleineres Setup bzw. kleinere Köder nochmal besorgt, weil ich bei manchen Komponenten schon komplett leer war. Und habe mich hier nochmal hingestellt. Schön entspannt auf Karpfen. In großer, freudiger Vortrainiererei auf das große Event, internationale Karpfenangel-Event von RF4. Da geht es dann ab dem 20. geht es dann da los auf Karpfen. Vielleicht einfach mal im Forum nachschauen. Verschiedenste Karpfen mit verschiedenen Größen, allerdings nur für Standalone-Zocker. Ich bin da raus. Ich zock noch über Steam, schön gechillt, aber wenn ihr schon über Standalone unterwegs seid oder da Bock drauf habt, dann rein da und mitmachen. Man kann sehr, sehr, sehr krasse Sachen gewinnen, aber dran denken, Mindestlevel ist Level 26 und man muss... Ja, man muss schon Gas geben im Karpfenbereich. Verschiedenste Karpfenarten werden da abgefragt in verschiedenen Gewichtsklassen. Es geht nicht immer nur um Trophies. Es geht quasi darum, dass man, sagen wir mal jetzt, Karpfen XY von Gewichtsklasse 21 Kilo bis 24 Kilo zum Beispiel fängt. Das innerhalb der vorgegebenen Zeit. Und dementsprechend viel Points bekommt man dann für... Sagen wir mal, man fängt genau den 24 Kilo auf dem Punkt. Dann hat man natürlich da die besten... Oh, wieder abgeflutscht, da war ich zu eilig. Da hat man da natürlich die meisten Points. Ja, Karpfen natürlich auch hier am Bärensee immer das A und O. Aber eben auch, und das wurde zuletzt hier auch immer wieder gefangen. Und deswegen bin ich auch mit kleineren Boilies hier unterwegs. Die Goldschleie. Goldschleie, einer der wohl seltensten Fische im Game, beziehungsweise Goldschleie in Trophäengröße, mega selten. Und das wäre halt der Oberhammer, wenn ich hier einfach nochmal so eine Goldschleie fangen würde. Ich hab den Kandidaten schon gefangen, allerdings bevor es das Trophäengewässer System hier gab, Bärensee. Ihr seht hier, die Goldschleie ist leider nicht drin, aber in den Stats habe ich den Lümmel schon dabei. Hier ist sie. Wow. Blendet regelrecht. Auf Honigteig anno dazu mal. Knappe 4 Kilo. Und ja, Honig auch durchaus eine Option, wenn ihr hier mit Honig-Boilies unterwegs seid. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht eher so 14er, 16er Boilies als Größe. Deutlich größer würde ich da gar nicht gehen. Und Futtermische kann man natürlich dementsprechend auch abstimmen. Im Moment bin ich hier blank unterwegs, das heißt Boilie, also mit Pop-Up-Rig, wir können gleich nochmal schön ins Detail reingehen. Pop-Up-Rig mit Boilie, Pop-Up-Mais und Dip. Und das war's von vornherein. Gerade erst hier hin, Routen zusammengebaut, ausgeschmissen, auf 23 Meter hier geklippt. Und was soll ich sagen, 11 Fische in 8 Minuten, uff, das ist doch schon mal geil, oder? Ich meine, es sind keine riesen Brocken. Ich hatte erst gedacht, dass ich hier ein feineres Setup auch nehme. Ich hatte erst überlegt, ich nehme eine 19 Kilo Hauptschnur, vielleicht ein 17 Kilo Vorfach. Das war meine erste Überlegung. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, Alter, ist schon langsam spät. Zieh einfach raus, die Brocken. Dickes Vorfach drauf und... Gib ihm. Und so sieht dann dementsprechend das Set aus. Natürlich mit der guten Fortuna Carp 360 XH. Gutes Standardgerät so für den soliden
ab und zu mal gerne auf Karpfenangler. Tagara drauf, 32 Kilo Schnur, 31,7 Litcore. Und dann haben wir hier natürlich auch noch das geflochtene Fiedervorfachsmaterial mit 31,7 Einserhaken groß. Und dann haben wir hier die Boilies, Kokossahne 16, Kokossahne, Mais und Kokosnektar als Dip. Durchaus möglich, dass man hier auf süße Sahne mit Sahne, Mais und Sahne Dip gehen kann. Kann man natürlich auch machen. Oder ihr ballert das alles schön auf Honig. Gibt es das überhaupt Honig? Nee, Honig in der Mitte gibt es gar nicht. Wildhonig gibt es unten als Dip. Aber in der Mitte, ich würde sagen, zweierlei Honig einfach. Boily-Boily-Kombi und raus damit. Oder Boily mit Mais. Könnte auch gehen, ne? Also, viele Variationsmöglichkeiten. Und was man natürlich auch machen kann, um die Schleie so ein bisschen in den Fokus zu setzen. Man schaut sich einfach mal an, was gibt es denn hier für Mischen speziell für die Schleie. Hier haben wir es. Und die ist eigentlich relativ simpel. Ganz normal mit Mais, Paniermehl und Hanfsamenöl. Und das kann man natürlich einfach noch ein bisschen aufpimpen. Das heißt, alleine für die Futterbällchen, wenn ihr die schon ein bisschen verbessern wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, noch weitere Komponenten hinzuzufügen. Das heißt, man geht einfach hier nochmal rein auf die Futtermischer, auf die Standard und kann dann hier noch drei weitere Komponenten hinzufügen. Was hatten wir denn jetzt hier drin? Wir hatten Maismehl, wir hatten Sonnenblumenöl, wenn man hier alles täuscht, drinne und Hirse war es, ne? Und die olle Hirse, da ist sie, Hirsebrei. So, und dann hätten wir natürlich nochmal die Möglichkeit, jetzt bin ich auf Kokossahne, haben wir irgendwas mit Kokos? Ja, wir haben drei Varianten mit Pellets für Kokos und Sahne. Ich könnte jetzt natürlich die großen nehmen, die 12er Pellets Kokossahne. Dann könnten wir vielleicht tatsächlich auch Pellets Kokossahne nehmen, große Komponente nochmal. Und haben wir nochmal Sahne, Kokossahne 16, wir könnten das natürlich auch nochmal schreddern, auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Haben wir nochmal ganz große Komponenten, 7er ist das größte, 8er. Sollen wir einfach die Kondensmilch mal mit reinklatschen, die hatte ich gerade schon gesehen. Oder, wisst ihr was, wir nehmen einfach mal Käse. Klassisch, auch für Goldschleinkombi, war anno dazumal im Jahr des Herrn irgendwann der gute Käse. Nicht der billige eingepackte hier, dieser komische Pressform, keine Ahnung was das ist. Also kannst du dir wirklich auch nicht ausdenken. Käseschmelz-Snack, Sputnik, alles klar, damit geht's direkt to the moon. Nee, wir wollen das gute Ding, der gute Chauder. Und den klatschen wir da mit drin. Dann benennen wir das Ganze auch noch hier schleichtig. Dann haben wir hier auch schön was für die Schleie. So, anfertigen. Und das Zeug, das ballern wir jetzt einfach mal rein. Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst, die Jutenkomponenten. Alles in die Tonne. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu grob den Käse geschnitten. Also müssen wir direkt nochmal von vorne. So. Alle schön zusammenpumpen. Zack. Beste Boilies. Alles klar. Oh, Alter. Nu aber hier hoppi galoppi. In den Abendstunden ballert's hier rein. Nu aber los, Alten. Nu aber los. Da haben wir aber auch schon wieder hier Zeit vertrödelt für so ein paar... Hoppala. Für so ein bisschen Futtermische. Raus damit. Alter, der hat auch noch Bock. Bisher einige Amure drauf. Ein paar kleinere Schuppis. Passt soweit schon ganz gut. Wir können langsam mal Licht anmachen. Da haben wir noch einen schöneren Schuppi. Sehr gut. Wie gesagt, alles hier nur mit 16er Boilies. Also wirklich klein. Man muss ja auch immer ein bisschen überlegen. Das hier ist halt ein Gewässer für Level 18. Klar fängt man hier ab und zu auch mal richtige Brocken. Aber wenn man hier als kleiner, kleiner Low-Level-Mid-Level-Angler gerade mal hier
anfängt, ich wollte gerade stramm ziehen, gerade anfängt hier am Karpfensee oder am Bärensee auf Karpfen zu gehen, dann müssen die Fische ja nicht alle super dick und fett sein, sondern es reicht, wenn die so in dieser Gewichtsklasse sind, wenn man sich überlegt, man habt hier diese Fischis hier schön mit der Alpha oder mit der HSV im Drill, dann reicht das doch komplett. So, wieder raus, 23 Meter. Jetzt muss ich bloß ein bisschen gucken, wie baller ich denn mal diese Boilies raus. Ich könnte natürlich mir einfach einen Futterkorb jetzt nehmen und würde den Futterkorb, glaube ich, einfach hier auf die mittlerste Route machen. Guck mal, da ist doch jetzt einer dran, das machen wir doch einfach mal genau so. Wir machen das mal in der Low-Budget-Variante, ohne jetzt eine Futterrakete zu verwenden oder irgendwas in der Art. Gehen wir einfach mal dann davon aus, wir haben jetzt hier vielleicht nur ein ganz normales Feeder-Set und noch nicht mal die Karpfenruten, die man ab 60% im Grundangeln hat. Dann nimmt man auf seinem Feeder-Set hier nicht das Blei. Sondern man nimmt sich irgendeine Route. Verdorrig, geht ja gar nicht. Ich wollte jetzt hier schön einfach einen Futterkorb dran machen. Nee, 23 Meter und alle Routen sind draußen. Da müsste ich ja jetzt eine Route drin lassen und eine andere nehmen, die einfach nur auf Grundmontage oder so eingestellt ist. Auf Paternoster-Montage zum Beispiel. Okay, was soll's. Ich nehme hier einfach mal so die Futterrakete. Ah ja, da sind ja jetzt, verdorrig, da ist ja jetzt die Trockenmische drin. Ach verdammt, das ist aber jetzt hier aber auch ein Geraffel. 23 Meter, kann ich das nicht weit auswerfen auf 23 Meter? 23 Meter könnte ich doch knapp werfen, oder? Ich hau mich gleich mal voll, das müsste eigentlich passen. 20, das wird glaube ich knapp mit 23 Meter, ey. Weißt du was, wir machen das mal eben. Wir machen das mal eben so, ich nehme die mal eben rein. Dann schnappe ich mir hier so eine, hier, Sorrento, Dünel, blablabla, habe ich hier nicht noch so eine normale vom Starter-Set? Hier, die Komfort, das ist auch Starter-Set. Zack, Rolle drauf, keine Ahnung. Dann machen wir da mal eben eine Schnur dran, 5 Kilo. Brauchen wir alles nicht, Blei wollen wir nicht, jetzt hier. Eine Portion 20 Gramm Blei, eine Portion 50 Gramm Blei. Wir nehmen mal eine Portion 50 Gramm Blei von der Serie Pomor. Kommt übrigens, hoffen wir es mal, demnächst auch wieder in den Weihnachtsshop rein. Da sind die ganzen Artikel von Pomor und die Dinger hier. Details. Klassische, komfortable Futterspirale, Karauschengiebel oder Karpfen, stehendes Gewässer und so weiter, siehst du, ideal dafür. So, jetzt die Mische mit dem wunderbaren Tippnamen Schleich dich. Da ist sie, Schleich dich. Hier ist sie, 60 Stück. Vorfächer brauchen wir nicht, Haken müssen wir jetzt irgendwas dran klatschen. Wir werfen ja eh wieder rein. So, und jetzt machen wir das ganze Ding natürlich hier auch auf 23 Meter. Ich hoffe, ich komme damit genauso gut raus. Ja, komme ich. Und jetzt baller ich hier als erstes einmal 10 Mischen rein. Das ist jetzt hier quasi meine Futterrakete. Und damit ich auch weiterhin schön gerade werfe, laufe ich immer noch einen Schritt nach vorne. Und ich glaube, ich komme da ganz gut hin. Zweite Mische im Wasser. Damit machen wir jetzt den Spot einfach voll. Kann ich auch Max auswerfen hier auf dem Gerät? Die fliegt schon ein bisschen kreuz und quer, Alter. Kannst du nicht ausdenken. Okay, vielleicht werfe ich... Wobei, wenn ich 10 Stück da drin habe in der Area, reicht das. Dann machen wir... jetzt haben wir gerade Nacht. Dann würde ich sagen, zu den Morgenstunden ballern wir einfach auch nochmal ein bisschen was. Guck mal, hier kommt auch gerade die Meldung zu dem Karpfenturnier. Winter is coming, Carp Festival, International Karpfenangeln. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach da auch draufklicken. Dann landet ihr da direkt beim Forumsbeitrag zu den ganzen Bedingungen, wie man da reingeht.
Ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Erster Preis, eine Wenger zum Beispiel und eine geile Karpfenrute. Alter, der fliegt ja kreuz und quer. Liegt daran, weil ich Fieder nicht geskillt habe, ey. Egal, zwei Stück werfe ich noch, dann muss halt erstmal reichen. Und dann gucken wir mal, ob das hier ein bisschen was anlockt. Ich würde ja, also ich sag mal jetzt gerade, weil ich ja kurz davor bin, ich bin ja kurz davor und plane mir halt für, ja ich sag mal spätestens, wenn ich weiß, was es Neues im Weihnachtsmarkt gibt, wenn ich das weiß und wenn es da wirklich was Gutes gibt oder eben nicht, dann plane, oder hatte ich ja den Plan, mir eine Wenger zu holen. Und dann demnächst damit auch auf Karpfen, ja klar, ab und zu vielleicht mal auf Karpfen, aber primär auf Wels zu gehen. Oder dann mal mit einer Route auch mal zwischendurch auf die ganz dicken Brocken. So, letztes Mal ausgeworfen jetzt. Ich glaube, das waren jetzt neunmal ausgeworfen, kreuz und quer. Genau, 60 Stück waren es, 51 haben wir jetzt hier noch rumliegen. Ja, komm, den 10. ballern wir auch noch rein. Dann haben wir 10-mal Futtermischer ausgeschmissen, so. Dann ist der Spot doch jetzt groß und weiträumig, natürlich hier befüttert. Aber dann ist der jetzt aktiv, vielleicht lockt es ein bisschen was an. Verscheuchen soll es ja nicht können. Heißt also, entweder der Fisch reagiert auf die Futtermische und die vorhandenen Köder, oder er reagiert nicht darauf. Wenn du jetzt denkst, Alter, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, Salami-Boilies reingeschmissen. Und du wunderst dich, warum die Salami-Boilies auf einmal irgendwie, oder du denkst, auf einmal beißt nichts mehr. Es liegt nicht daran, dass du hier mit Salami-Boilies, Alden, auf einmal dir denkst, alles klar, jetzt habe ich alles verscheucht. Nee, vielleicht liegt es dann eher daran, dass der Spot dann doch überfüttert ist. Aber jetzt mit so einer Mische sollte das eigentlich noch nicht der Fall sein. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich jetzt schon super zufrieden mit den paar oder in der Zeit jetzt 20 Minuten mit dem Rumgewackel jetzt hier gerade 17 Fische in 20 Minuten. Passt doch schon ganz gut. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch in der Nacht losgeht und ob da ein bisschen was geht. Gerne natürlich auch noch hier schön auf Goldschleie. Das wäre ein Träumchen, wenn das was reinrasselt. Ja, wenn bei dir die Goldschleie reinrasselt, gerne ruhig unten drunter schreiben, wo bei dir der Lachs lüppt. Manche stellen sich auch gerne hier hin und ballern dann eher hier so, knapp hinter die Seerosen. Kann man natürlich auch machen. Ich stehe für die Schleie gerne hier. Was ich auch zuletzt noch gehört habe, was eben auch funktionieren soll, ist, und ich habe es wieder vergessen, jetzt hat er es wieder. Tigernussalden. Alter, siehst du? Leggy. Schreibt er doch gerade. Einfach Leck in der Birne. So, nu aber. Petri, ihr Lümmels, ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Ich probiere jetzt hier noch weiter mein Glück. Schön entspannt. Und wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.